Datensicherung ist wichtig. Das müsst ihr selber machen, weil wir haben eure Versuchsdaten nicht. Wie ihr das macht, seht ihr im folgenden Video. Servus und Moin, willkommen bei Amaschläger B4. Mein Name ist Richard Speiser. Ich zeige euch alles, was ihr zum Thema Leistungsmessung und Prüfstand wissen müsst. Heute das Thema Daten und Datensicherung. Es ist einfach wichtig, dass ihr eure Daten sichert, und zwar die P4-Versuchsdaten. Das ist einfach das Problem. Euer PC kann einfach mal abrauchen, kann einen Blitz einschlagen, er kann gestohlen werden, verloren gehen, was weiß ich. Dann sind alle eure Versuchsdaten weg, eure Fahrzeugdaten, alles, was ihr angelegt habt. Wir haben eure Daten nicht. Ich kriege oft genug Anrufe von Leuten, ah, PC ist abgeraucht, könnt ihr mir bitte meine Versuche wieder schicken? Nein, wir haben sie nicht. Die sind nur bei euch. Und darum ist es wichtig, macht doch einfach ab und zu eine Datensicherung. Dann kann man die Versuche einfach wiederherstellen und ihr könnt auf den Stand zurück, wo ihr das letzte Mal wart. Also ich empfehle, einfach einmal die Woche, macht doch eine Sicherung, kopiert den Ordner P4 auf den Stick und ihr habt alles, was ihr braucht. Wie man es macht, ist ganz einfach, zeige ich euch. Ihr ruft hier einfach eure Festplatte auf und dann hier auf dem Ordner P4 ist komplette P4-Programm, alle Daten sind da drin, die ihr braucht. Hier unten sind die Versuche DB, Versuche MB, Versuche PX sind die Versuchsdaten. Hier sind die Fahrzeuge gespeichert, hier sind die Wirbelstrombremsendaten. Diesen Ordner einfach einmal die Woche komplett nehmen, auf den Stick ziehen und in Safe liegen. Die Software macht zwar automatisch auch Sicherung hier unter Backup an dem Tag, an dem die Messung gemacht wurde. Aber, wie gesagt, wenn eure Festplatte abraucht, ist sogar das weg. Also, legt die Daten einfach auf den externen Stick. Wenn man es dann wieder herstellen muss, ruft uns kurz an. Kein Problem, wir helfen euch.